Notfalls müssen wir ein paar Mobs mehr Wenn machen. wirklich hier in Stürmen gäbe es die Startquests fürs Schattenhochland, die du anfangen könntest, während wir auf die Ini warten oder so. Oh, Moment, warte, das war falsch. Ich muss hier. Du hast zufällig Ja. angemeldet. Ja. Oh Gott! Bin ich erschrocken, mein Handy fängt auf einmal summen an. Kannst dir die Quests anfangen, dann holst du ein bisschen auf. Was EP Könnte ich. angeht. Bei mir reicht's auf jeden Fall, ich brauche nur noch 13%. Ich weiß bloß nicht, ob es bei dir reicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Quests Grimbar Toll hatte. Ich meine, aber Drei, glaube ich. der hatte drei, ja. Ja, dann dürfst du eigentlich langen. XP-technisch gibt Grimbar Toll aber, glaube ich, nicht so viel. Es kommt darauf an, wie viel von den Gruppen jeder wegbomben, weil eine durchschnittliche Gruppe schafft es nämlich zurzeit wirklich mit den Drachen, mit Ausnahme von den paar wenigen, die sich am Schluss nicht mehr wegbomben lassen, weil ein paar Mobs stehen bleiben müssen. Ja, ziemlich alles wegzubomben mit den Drachen. Das heißt, da gehen die EP flöten. Ich könnte eigentlich mal meine Voodoo-Maske mocken. Ich könnte mir rein theoretisch das Schwert und das Schild vom Warcraft-Film schnappen und das hier mocken. Wer hat denn das eigentlich gerade? Ich meine, das hat mein. Das könnte mein anderer Paler haben. Oder mein. Nee, mein Todesritter hat das gerade. Das Zeug. Weil das Schwert habe ich nämlich auch. Habe ich nämlich beim Frost-Todesritter, also das Einhandschwert, doppelt gemockt. Das sieht nämlich echt geil aus. Ja, ab Level 90 kann ich dann eine wesentlich bessere Waffe mal auspacken. So, meine Voodoo-Maske. Jetzt bin Ja. ich nicht mehr Angry Face, sondern Holzface. Holzfäller, Holzface. Ja, ich freue mich schon, wenn ich das Teil hier auspacken kann. Na du wieder. Das Ding ist sau stark, gerade auf Level 90. Auch wenn das Ding nur die NHC-Variante ist, also vom damaligen Flex-Modus. Hast du eigentlich schon gehört, mythisch Raiden wird ab Legion auch flexibel. Geil! Das heißt, man braucht keine 20 Mann mehr, man kann das auch mit 10 bis 30 wieder machen. Geil, geil, geil! Hast du eigentlich schon welche von den Erbstück-Trinkets aus den HC-Inis bekommen? Also, nee, aus den Ja, Mythisch-Inis? das Kriegshorn. Dann für den Heiler dieses Naru-Teil oder was das ist. Lass mich mal gucken, Erbstücke. Weil ich habe schon drei bekommen.
Ich habe das Kriegshorn, die Spurensucherkette und das Urteil der Naro und den gereinigten Splitter des dritten Monds. Ich habe vier. Ja, ich habe die alle mehr oder weniger in einem Run bekommen. Eins für einen Tank, eins für einen Plattenträger, eins für einen Beweglichkeitsschaden, eins für einen Heiler. Ich sehe gerade nur zwei. Ah, da ist. Die. Hier, die drei habe ich. Nett. Wobei das Urteil der Naro eigentlich genauso gut für einen Tank ist. Der Mana-Rack ist zwar da nicht mit drin, aber. Ja. Vielseitigkeit ist als Tank nicht schlecht, sagen wir es mal so. Weil da halt der defensive Aspekt von der Vielseitigkeit auch mitgreift. Und am Anfang, wenn man gerade so frisch Level 100 wird, ist so ein 715er Item immer was Geiles. Und auf jeden Fall besser als alle Trinkets, die du bis dahin hast. Will jetzt eigentlich nur noch das Stärke-Trinket haben und ja, vielleicht noch das Tank, aber mal schauen. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Hauptsache, ich habe das Agi-Teil. Mit meinem Shami habe ich das Ding sogar ausgerüstet momentan, weil ich habe ja aus Höllenfall-Zitadelle bisher nur ein einziges Trinket bekommen. Und das war auch nur aus einer Kiste. Ja, ich habe Velharis Trinket aus einer HC-Kiste bekommen. Ah, oh, für dich wäre aber das von Socrata viel geiler. Ja, ich brauche das von Socrata und von Archimond, aber die droppen bei mir nie. Ich habe die Dinger noch nicht mal gesehen, außer bei anderen Shamis. Das sind auch die einzigen Teile, die ich aus NHC überhaupt noch brauchen würde. Alles andere brauche ich schon aus HC. Und aus dem unteren Stockwerk HC brauche ich ja auch schon nichts mehr. Ja, das Problem kennt man, ne, Moritz? Ja. Es ist dummerweise alles, was ich bisher down habe. Aber gut, ich habe ja seit einem halben Jahr nicht mehr wirklich geradet. Die paar Raids, die ich da zwischendrin mal wieder gemacht habe, die zählen jetzt mal nicht so unbedingt dazu. Nur die Indie könnte jetzt langsam echt mal kommen. Sonst muss ich ja wirklich weiter Haustierkämpfe machen, weil mit denen provoziere ich immer, dass das dann losgeht. Auch wenn die Level 1 Ratten langsam langweilig werden. Mal mein Spuckmakro zur Seite packen. Das Spuckmakro? Jo, ich hab meine finstere Seele auf meinen Oh Shit-Button gelegt. Okay. War damals, als man den Demo-Hexer noch als Tank spielen konnte, war finstere Seele damit auf der Dev-CD. Ich fand diese Glüve damals witzig.
Dämonen. Fuck, jetzt habe ich irgendeinem Trottel, der irgendwo rumsteht, einen Seelenstein geben. Egal. Ich gebe mir den Unterwasser-Buff und verstecke mich im Kanal. Da wir die Kanalbestie campen. Mal gucken, ob die da ist. Schaut nicht so aus. Sauerstoffmangel. Ja, das ist aber heute auch wieder so verdammt schwül. Ich glaube, ich zock nebenbei auf dem Handy Google Jump. So, jetzt habe ich alle Pets, die ich hier dabei habe, auf Level 4 gebracht. Keiner will nach Grimbertal, wie es aussieht. Ja, irgendwer wird schon zufällig eingeordnet. Machen wir mal ein paar PvP-Haustierkämpfe. Wird dann nicht die Suche unterbrochen? Keine Ahnung, also normalerweise läuft das weiter. Ich kann ja mal schauen, wenn es das unterbricht, dann mach ich. Na, guck einfach. Also bei normalen Haustierkämpfen läuft es auf jeden Fall weiter. Mein Bruder schaut gerade Shopping Queen, ich muss mir Gedanken machen. Die Shopping Queen? Die regiert doch im Kaufland. Wo regiert die Shopping Queen? Im Lande Kaufland. Ich brauch direkt noch mehr zum Trinken. Gut, dass ich da nur einen halben Kasten Limetten-Limo stehen hab. Ich hab gerade vorhin einen 1,5 Liter Wasser geholt. Ich bin total verschwitzt, es ist so scheiß schwül gerade. Na.
Moritz, was machst du gerade? In Talador? Mittlerweile bin ich wieder Froschfeuergrad. Ach so. Ich fliege im Kreis. Das kommt auch immer gut, ne? Im Kreis fliegen, das ist immer dieses super tolle Hobby. Ne, ich war gerade Spitze, hab Ruckmacher gekillt und hab mich aufgeregt, dass ich die ganze Zeit Fehlermeldung bekommen hab. Irgendein, mein Lua ist anscheinend, hat einen Fehler gefunden in der Gruppeanzeige von Blizzard. Okay, gut. Naja. Moment, hab ich das wieder richtig zurück gesehen, wer da online gekommen ist? Hä? Ich glaube, Timon ist gerade online gekommen in Skype. Ja, er ist auf jeden Fall online. Das Tier. Der Schlingel soll sich ins TPS setzen. Muss ja gleich mal unsere Zuschauer anreden und abwischen, wieso er nicht mehr WoW mit dabei ist. Ja. Und trotzdem als Wolf in Burg Schattenfang aufgetaucht ist. Wenn du dich erinnerst. Ja. Das war echt ein geiler Zufall. Wir haben Timon gefunden. Gefühlte x-tausend Folgen später, der Wolf eines Hunters namens Timon. So viele x-tausend Folgen später war das gar nicht, das war ja das. Ich meine, Burg Schattenfang war... Am besten waren dann immer die dummen Antworten, wo ist Timon bei Pumba? Also wenn es so weitergeht, mache ich gleich mein DS an und zock noch eine Runde Super Mystery Dungeon. Bin ich eh kurz davor, das Spiel durchzuhaben. Wie gesagt, ich bin gerade im Doodle-Chan zocken nebenbei. Hey, es fehlt nur ein Heiler gerade. Beim Haustierkampf gibt es eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Sekunden. Bin aber schon 4 Minuten 20 in der Warteschleife. Wem fällt was auf? So gehört sie das. WoW darf kein Pokémon-Spiel werden. Es ist auch kein Pokémon, was das. Der Haustierkampf. Das ist ein billiger Abklatsch davon. Das geht einfach nicht genug in die Tiefe. Ja, hoffentlich bleibt es da so. Wurde sie auch bei vorne fast Bier kauft. Und? Du hast Bier gekauft, das ist keine neue Aussage. Nein, ein Fassbier. Warum ein Sixpack nehmen, wenn du der Fassel haben kannst? Aber das werde ich nicht alleine trinken. Was ist da los? Keine Heiler doch. Nee, die sind ausgestorben. Wie es aussieht. Ach ja, es ist Altstadtfest, deswegen ist es gesperrt übrigens. Oder Bürgerfest, ah, wie auch immer das heißt. Ja, ich hab gewusst, irgendwas war da, aber ich hätte nicht gedacht, dass die deswegen gleich ganze Straße sperren. Die haben wahrscheinlich wieder Gewerbeschau, deswegen sperren die da die Straße. Ah, so. Die haben doch alle
Ja, also Gewerbeschau mit dabei. Stimmt, stimmt. So. Interessant, Crow ist online. Lässt sich der auch mal wieder blicken. Ich habe allgemein viel zu viele Leute auf meiner Freundesliste. Gut, dann packen wir halt den DS aus und zocken halt da unten was anders. Da ist einmal keinen Heiler dabei. Und die Leute sagen, Tanks kriegen Instant Invites. Bärenwald oder gefrorener Berg. Das sind nur die. Ich meine, der eine ist auf dem Nebelkontinent und der andere müsste, glaube ich, Gras sein. Jetzt beginnen wieder seine Selbstgespräche. Ja. Weil ich's kann. Bevor gar keiner was sagt, labe ich lieber irgendeinen Scheiß. Dann schauen wir mal, wie viele Ebenen wir da machen müssen.
komische Geräusche von sich. Hm. Drum fasst du wieder einen Stuhl. Der gibt keine komischen Geräusche von sich, der knackst einfach nur. Jetzt gerade macht das zwar nicht.